Hallo, grüße dich und herzlich willkommen zu diesem Video. Das wird eine dreiteilige Videoserie gleich vorweg. Die drei größten Fehler im B2B-IT-Leads-Generierungsprozess und für jeden einzelnen Fehler ein Video, um Punkt sozusagen wirklich auf den Punkt zu bringen, weil diese drei Fehler so ultimativ wichtig sind. Auch vorweg. Ich spreche hier ausschließlich und einzigst aus der Praxiserfahrung. Also ich gebe hier nichts irgendwie weiter oder wieder, was ich aus irgendwelchen Büchern gelesen habe oder sonstigen Kursen oder irgendwelchen Fortbildungsmaßnahmen und sonstiges, sondern rein nur aus der Praxis, was bei mir sozusagen anonymisiert. Natürlich gebe ich das wieder, was bei mir in meiner kleinen B2B-Marketing-Agentur spezialisiert für die Neukundengewinnung. Also meine Agentur besteht aus einem kleinen Team von Experten für die Neukundengewinnung B2B in der IT-Branche primär, auch High-Level-End-Geschäft, also sprich 50.000 Euro Auftragsvolumen aufwärts in der IT-Branche. Darunter müsste man dann eher noch mehr automatisieren und etwas weniger Telefonakquise machen, ansonsten rentiert sich das meistens nicht mehr, was wir noch vor, sagen wir mal, 7, 8 Jahren gemacht haben. Und diese eine Sache, die ich jetzt halt hier mal als ersten Fehler mit dir besprechen möchte, wie gesagt, ist mir erst wieder mit einem Kunden vor einigen Wochen, Monaten passiert. Das war damals sogar, was heißt damals, ist 3 Monate her sowas, eine Sales-Direktorin, ja, also sprich, Gendering, ja, hier ganz gut aufpassen, ja. Ja, wie gesagt, anonymisiert, aber sogar also eine leitende Funktion, also eine Vertriebsleiterin in dem Sinne eines doch relativ großen Unternehmens. Also wir sprechen hier bereits von einem IT-Dienstleister, der mehr als 100 Millionen Euro Umsatz im Jahr macht. Und hier geht es eben um dieses Szenario, um diesen Case, den ich hier sozusagen nochmal deutlich machen möchte und auch Leute damit weiterhelfen möchte. Das ist mein einzigstes Ziel, meinen Kunden weiterzuhelfen oder auch anderen Leuten weiterzuhelfen, die sich aktuell mir nicht leisten können oder nicht leisten wollen oder so. In der Richtung auf jeden Fall. Und dieses erste Punkt ist reden statt zuhören. Das klingt jetzt so einfach und banal. Und ich muss es leider wieder und wieder und wieder und wieder erwähnen in meinen Videos, in meinen Trainings, in meinen Coachings und auch, sag mal, auch intern immer wieder forcieren in meinen Teams, mit denen ich zusammenarbeite, in meiner Agentur. Es ist so einfach und doch so schwer. Warum? Weil sehr, sehr häufig Leute sich in Berufen wie Vertrieb und Marketing, Schrägstrich, wiederfinden, die halt kommunikative Leute sind. Also eher nicht die Introvertierten. Ja, also eher nicht die Introvertierten. Ja, und diese doch eher extrovertierten menschlichen Charaktere, die sich dann in Vertrieb und Marketing wiederfinden, tendieren eben dazu, viel mehr zu reden, als sie eigentlich sollten. Und ich möchte hier gleich vorweg, wir sind jetzt schon wieder über 3 Minuten, 4 Minuten fast in dem Video, und ich möchte hier mal goldene Grundregel, die wirklich zu befolgen ist, eine goldene Grundregel hier in den Raum stellen. Ich mache seit so vielen Jahren nichts anderes, als wie dieses B2B, Business Development, New Business Generation, Neukundenakquise, you name it. Und diese goldene Regel lautet: Wer redet, verliert. Wer zuhört, gewinnt. Denn ein Kunde, wo du es schaffst, gemäß meinetwegen der 80-20-Regel, wenn du es schaffst, dass du nur 10% redest und der Kunde 90%, umso besser, 95% noch besser. Es ist nicht. Es sei denn, du machst eine Produktdemo. Ja, dann präsentierst du natürlich ein Produkt und dann wirst wahrscheinlich du während diesem Zeitraum relativ viel sagen müssen. Aber wir befinden uns hier noch, ich mach's mal hier kurz, wo wir uns genau befinden. Na, wir befinden uns hier, du kennst ist diese Pipeline, dieser Funnel,
Im Nurturing-Prozess ist ja hoffentlich bewusst. Du kennst diesen wahrscheinlich hoffentlich, also wahrscheinlich, wenn nicht, dann einfach nochmal bei mir in meinen Videos im YouTube-Kanal nachschauen. Ich habe das hier so mehrfach schon illustriert. Wir befinden uns hier im Discovery Call. Das heißt, es findet ein Cold Call statt, in der Regel einer, manchmal auch zwei, je nachdem. Den Cold Call übernehmen meistens wir für den Kunden. Im Discovery Call sind wir meistens auch noch mit dabei. Im Deep Dive häufig auch noch in der Produktdemo, dann häufig ist dann einfach der Produktmanager, der Product Manager, der Key Accounter oder irgend so sowas in der Richtung von unseren Kunden ist dann da eben drinne und dann sind wir meistens aus Agentur in der Vertriebsunterstützung raus, ja, dann in den Workshops und so weiter sind wir dann nicht mehr mit dabei. Aber in diesen ersten drei Phasen, wir befinden uns jetzt hier gerade zwischen Cold Call und Discovery Call. Das heißt, den Cold Call machen wir meistens alleine und dann im Discovery Call nehmen wir meistens den Vertriebler unseres Kunden mit rein und oder Consultant, technisches Backup, je nachdem, wie stark technisch wir das eben vorqualifiziert haben und einschätzen. Und in dem besagten Beispiel war eben eine Vertriebsleiterin in der zweiten Phase Discovery Call. Und da ging es eben darum, dass wir in dem Call Call, dafür machen wir den Call Call, den Lead, in dem Fall ein SQL, also Sales Qualified Lead. Warum war das ein Sales Qualified Lead? Falls du jetzt nicht den Unterschied zwischen Marketing Qualified Lead, MQL und Sales Qualified Lead, SQL oder Sales Qualified Opportunity, SQO, gerade im Gedächtnis hast, auch hier einfach den Link nochmal klicken zu dem Video, wo ich das erklärt habe letzte Woche nochmal. Hier befinden wir uns bereits in diesem Szenario, das ich jetzt erkläre, befinden wir uns in dem Stage SQL. Warum SQL? Weil wir einen konkreten Bedarf bereits eruiert haben. Es geht hier nicht rein um einen Interessenten, der sich für unsere Lösung, unser Produkt, unsere Dienstleistung interessiert und einfach mal sich das anhören möchte, zuschauen möchte, reinschauen möchte, sich im Webinar was runterladen, was vor für ein Produktdemo oder sowas, ja, weil er rein interessensbasiert, sondern bedarfsbasiert. Das heißt, es steht fest, dass er sich eine Lösung in absehbarer Zeit, meistens machen wir konkrete Regeln, 3, 6 Monate, 12 Monate manchmal, je nachdem, welche Produkte und Dienstleistungen wir verkaufen, sich dieses Produkt kaufen wird. In dem Fall ganz konkret war es eine Digital Signature Lösung, also sprich, eine Digitalisierungslösung, ganz normal, also relativ einfach zu kaufen und integrieren. Das ist also wirklich eine 0815-Geschichte eigentlich. Das ist genauso wie wenn du, sagen wir mal, Office Teams oder Microsoft Office oder irgendwas bestellst und so weiter. Das heißt, hier ging es ganz konkret um ein Stück Software, eigentlich total banal. Haben wir als Bedarf im Call eruiert. Und dann sind wir sozusagen in den Discovery Call gegangen, gemeinsam mit unserem Kunden, in dem Fall der Vertriebsleiterin. Um das Ganze nochmal, das Szenario nochmal aufzurollen, damit du verstehst, um was es hier geht. Und jetzt, in dieser Videoserie geht es ja um die drei größten Fehler im B2B, Neukundengeschäftsentwicklung. Jetzt wurde letztendlich von der Vertriebsleiterin, das war ein massiv großer Fehler, das Gespräch eröffnet. Und es gab eine kurze Vorstellungsrunde, jeder hat zwei Sätze zu sich gesagt und dann hat die Vertriebsleiterin das Zepter übernommen, ganz massiv und dominant und hat erstmal, und ich habe genau gestoppt die Zeit, 24 Minuten lang einen de facto Monolog gehalten. Über die komplette Firma, eine Firma, wir sprechen hier von einem Dienstleister, der über 150 Millionen Euro Umsatz macht aktuell, die über 27, glaube ich, verschiedene Produktpartnerschaften haben, ja, alles ausgeführt, 24 Minuten lang ein Monolog. Für einen Discovery Call, der normalerweise 45 bis 55 Minuten geht, also nie länger wie eine Stunde, zwischen einer halben Stunde und einer Stunde meistens, es ist schon mal ein Drittel der Zeit, wo nur der Verkäufer gesprochen hat. Und zwar über das komplette Portfolio, was in dem Fall komplett verkehrt war.
Und denn wir haben ja im Call Call bereits den ganz konkreten Bedarf. Also Zitat, wenn ihr sowas habt wie eine Digital Signature Software, dann würden wir das jetzt kaufen. Punkt. Und das wurde nicht von der Vertriebsleiterin mitten in den zweiten Call genommen. Und als Folge dessen kamen dann ganz andere Themen zustande und man hat sich dann verabschiedet und auf den nächsten Call verabredet. Was sehr wichtig ist dabei, ist, dass der Call mit schon einem sehr, sagen wir mal, ja, einem Entscheider auf höchster Ebene stattgefunden hat. Das ist ja auch unser Job hier in meiner Agentur, Calls zu machen mit Leuten, die auch tatsächlich was zu entscheiden und zu sagen haben. Oder zumindest einer von diesen Entscheidern sind. Häufig sind es einfach mehrere Leute, die ihr Servus darunter geben müssen, das Vier-Augen-Prinzip oder Sechs-Augen-Prinzip und was es da alles so gibt. Ne? Im Endeffekt, ich kann die Long Story Short machen, war es dann so, dass die Signature-Software gekauft wurde, aber nicht von dieser Verkaufsleiterin. Ja, zwar war das Adobe Signature, wurde dann gekauft, aber nicht von dieser Verkaufsleiterin. 3 Monate später oder sowas. Und das lief dann auch über den Chefeinkäufer. Also man hätte dann natürlich dann noch weiter müssen zum Chefeinkäufer, aber nichts davon hat in diesem Discovery Call stattgefunden. Das heißt, und dann heißt es natürlich, okay, ja, warum kam hier kein Abschluss zustande? Warum kam hier kein Abschluss zustande? Ja, weil man einfach den Bedarf, den man in einem Call, im Cold Call, ganz eindeutig identifiziert hatte, nicht angeknüpft hat im nächsten Step, im Discovery Call. Das wäre eben genauso, wenn ich jetzt im Discovery Call hier sagen wir mal, ein großes Projekt auftue. Also das heißt, ja, wir suchen gerade aktuell einen Dienstleister, um diese DMS-Lösung hier einzuführen. Also wir wollen unser gesamtes Dokumentenmanagement digitalisieren. Also sagen wir, noch ein Stück größer. Und dann vereinbaren wir im Discovery Call einen Deep Dive Termin. Na? Das Deep Dive bedeutet nochmal zur Information, man versendet sich gegenseitig die NDAs und dann werden einem die Spezifikationen zugeschickt, dass man aufgrund dessen einen, sagen wir mal, technisch ausführlicheren, zwei meistens bis dreistündigen Termin machen kann. Manchmal ist es auch noch länger. Da sind dann auch häufig 3, 4, 5, 6, 7 Leute schon dabei. Manchmal auch 10 oder 12. Die meisten hören meistens nur so mit. Und es wäre genauso, wenn wir jetzt zum Thema DMS, also Dokumentenmanagement, im Discovery Call einen Deep Dive Termin ausmachen und einen Deep Dive Termin über CRM-Software sprechen, was mit dem gar nichts zu tun hat. Also es ist einfach so banal und es wird trotzdem wieder verkehrt gemacht, ja, von sogar leitenden Angestellten, Vertriebsleitern, dass man nicht an dem anknüpft, den Ball nicht da aufnimmt, wo man ihn hat liegen lassen im vorherigen Gespräch. Und leider, ich mache diese Videos hier nicht zum Spaß. Ich mache diese Videos hier auch nicht, um Leute irgendwas zu kritisieren, auch wenn ich es anonymisierte mache. Ich mache diese Videos hier, weil sie leider nötig sind. Ja, weil sie leider immer und immer wieder nötig sind, weil selbst Vertriebsleiter und Vertriebsleiterinnen, ja, Gendering, die wahrscheinlich, ich gehe mal stark davon aus, in der Branche, wo ich mich bewege, ein Fixgehalt, ja, ein sechsstelliges und mehr Fixgehalt ohne Provision erhalten, die banalsten und essentiellsten Basics-Skills in der Neukundengewinnung nicht verstanden haben und nicht umsetzen, vielleicht kennen oder nicht verstanden haben, aber dennoch nicht umsetzen, das bringt dann auch nichts. Wenn man sich wieder hinreißen lässt, Monologe zu halten, irgendwelche Pamphlete da auszurollen, um Gott und die Welt hier zu sprechen und was es alles gibt an Lösungen, an die wir alle anbieten und so weiter. Und gerade bei größeren Dienstleistern, IT-Dienstleistern, und das noch als Abschluss, als Tipp, die einfach tendenziell einfach einen größeren Bauchladen haben und haben müssen, sonst können sie gar nicht dieses Wachstum hinlegen, wenn sie einfach nur irgendwie eine ganz spezielle Lösung oder irgendwas anbieten.
ist es ganz, ganz wichtig, dass man das ausblenden kann, dass man es schafft, und das ist die große Herausforderung bei diesen Bauchläden, dass man es schafft, sich auf wie eine Speerspitze, ja, ich muss erstmal mit einer Speerspitze reinpieksen, ja, um dann letztendlich das ganze Mammut erlegen zu können, später irgendwann mal, ja. Und das ist ja eine der großen Skills, auf die wir uns auch spezialisiert haben. Aber man muss das dann auch sozusagen übernehmen und weiterführen. Und wenn man sozusagen schon das fertige Lied vorgesetzt vor die Füße gelegt bekommt, es dann auch wieder aufzunehmen und weiter zu verwerten. Und das ist einfach ein richtig großer Fehler. Weil er so banal ist und so leicht, letztendlich wäre er auszumerzen und dadurch eben mehr Umsatz zu generieren, wenn man diesen Fehler eben vermeidet. So, das war das erste Video zu dieser dreiteiligen Videoserie. Bleibt dran, abonniert den Kanal, dann hört ihr auch noch die zwei weiteren, es lohnt sich. Und wir hören uns beim nächsten Mal, dein Thomas Klein. Und schau mal rein, wenn du Fragen hast und so weiter. Hier unten habe ich ein paar Links für dich, kannst du mit mir Kontakt aufnehmen. Bis dahin, ciao, ciao.